Servus Leute, grüßt euch. So, da ist er wieder. Ich hatte jetzt eine bisschen längere Abwesenheit. Ich hatte einen Muskelabriss im Oberschenkel. Wer jetzt sagt, ja wieso, du sitzt hier rum und reactest irgendwie auf YouTube-Videos. Nee, ich konnte nicht mal sitzen. Also das war echt eine wilde Nummer. Jetzt nach ein paar Tagen geht's wieder, ein bisschen gekühlt, also läuft. Jetzt wollen wir nicht gar nicht lange schnacken. Ganz kurz eine Sache vorab. Jens Kratschmar heißt der gute Mann. Das ist der Kanal Motorrad. Yeah, das kennt. Das ist nicht mein Werk hier, ne? Nicht mein Content. Also bitte geht gerne auf die Seite von Motorrad, ne? Abonniert den YouTube-Kanal, Daumen hoch da, lasst gerne auch da nochmal einen Kommentar da. Das unterstützt jeden, der da irgendwie im YouTube-Game unterwegs ist und zeigt auch so ein bisschen, ob die Views ankommen oder nicht. Also jetzt schnacken wir gar nicht lange, schauen uns mal kurz an, was der gute Mann uns hier zu sagen hat über die neue Roadlight und Streetlight. Sitze auf der neuen Harley-Davidson Streetlight 117 Modelljahr 2024, denn mit ihrer Schwester oder Cousine der Roadglide 117 bin ich sie jetzt gerade anderthalb Tage in der französischen Provence gefahren und die größten News und was das Ding so kann und was es manchmal auch nicht kann, das erzähle ich euch gleich. Wir sehen uns, jetzt gibt es ein paar Action-Videos. Cool mit Drohne. Auf jeden Fall erstmal ein paar richtig coole Szenen. Ich hätte ja auch mega Bock. Für nächstes Jahr, dieses Jahr bin ich auf jeden Fall nochmal Fark, irgendwie mal in die französische Provence zu ballern. Mit meinem neuen Fahrwerk von Wilbers geht das natürlich klar. Ich glaube, mit den Standarddingern ist das ganz schön hoppelig. Bin mal gespannt, ob er da auch noch was zu sagt. Und das ist, glaube ich, nicht der originale Sound, oder? Oder? Weiß ich nicht. Sonst sind die doch leiser, die Dinger. So, jetzt Werbung skippen wir mal hier fix. Die größte Neuerung der beiden Grand American Touring Bagger von Harley Davidson ist im Prinzip zwischen meinen Beinen und zwar hier in Form des neuen überarbeiteten 117er Motors. 117 Kubik Inch, das sind umgerechnet 1923 Kubik. Was hat die Roadlight CVOST, die neue? 121, ne? Ja. Den kennen wir schon, allerdings jetzt für diese neuen Modelle hier hat Harley doch einiges investiert, um da was Neues zu machen. Und zwar die Zylinderköpfe sind neu gestaltet, haben neue Kanäle bekommen, dass mehr Luft rein kann, eine größere Drosselklappe verbaut und das, die wirklich große News, wobei wir gerade ein bisschen nerdy werden, sitzt hier vorne unter dem Bugspoiler hier, denn da sitzt die beziehungsweise der Radiator mit Lüfter für die partielle Wasserkühlung. Denn die Auslassventile, also der Auslassbereich der Zylinderköpfe, ist wassergekühlt. Das kannten wir vorher zwar auch schon, allerdings nur bei den ganz großen Touren mit den Beinschilden. Da war der Wasserkühler hier. Jetzt ganz kleiner Wasserkühler mit dem Lüfter hier vorne und dann auch für die mehr oder weniger halb verkleideten und halb verschalten Tourer mit einer Wasserkühlung hier. Das erlaubte Harley dann natürlich auch wieder ein bisschen an der Leistungsschraube zu drehen. Wir reden über 175 Newtonmeter bei 3.500 Umdrehungen und dann doch mittlerweile sehr stattlichen 109 PS bei so knapp über 5. Und bei 5,5 rennt dann dieser sehr große V2 dann auch sehr sanft in seinen Begrenzer rein. Aber ich habe so das Gefühl, da der Motor so ab 4.000 nochmal richtig drehfreudig wird im Kontext Harley-Davidson, dass der eigentlich noch ein bisschen mehr könnte, nur dann irgendwann abgeregelt wird. Komplett neu und ihr seht, ist die Optik der beiden Modelle übernommen. Optik finde ich, das ist schon wieder so ein aktuell interessantes Thema. Da spalten sich auch schon wieder die Meinungen, was auch gut so ist. Ich finde, im
jetzt nicht von CVO-Modellen gesprochen, im Standard, ich finde die Streetlight schöner, ehrlich gesagt. Ich fahre selber eine Roadlight, ich finde die Streetlight hier in dem Fall schöner. Das ist mir bei der Roadlight ist mir das viel zu viel Beleuchtung da vorne im neuen Bereich. Ich weiß nicht, ob man das gleich sieht Wie hier. bei der Das Stil, gefällt der mir wirklich Schlag. gar nicht, ne? Genau hier. Also hier, das ist mir einfach viel, das ist mir too much. Das sieht mir viel zu spacig irgendwie aus. Keine Ahnung. Klar, ne? Man muss wieder was Neues machen, aber das ist für mich, es ist nicht so, sage ich euch ganz ehrlich. Da finde ich die Streetlight auf jeden Fall optisch schicker gemacht. Das ist ja auch schon wild hier, ne? Dieser lange Streifen, aber finde ich auf jeden Fall um einiges cooler. Jetzt abgesehen davon, ne? Klar, es gibt wahrscheinlich auch einige wieder, die sagen, ey, das ist doch total geil, du hast eine ganz andere Optik jetzt wieder, sieht vielleicht ein bisschen sportlicher aus, weiß ich nicht, aber meins ist es nicht. Und der Batwing, so wie wir es hier sehen, Batwing ist ja wie bekannt lenkerfest, die Sharknose rahmenfest montiert. Und das Design gab im Prinzip oder gibt im Prinzip der letztjährige CVO-Jahrgang vor, denn da wurde eben dieses neue Design eingeführt. Und aber dabei ist es nicht geblieben, denn neben diesen neuen Verkleidungen sieht man auch hier überall neue Kanten, neue Formen am Tank hier. Mit dieser Abflachung hier, das gab es bisher so auch nicht. Und auch die Form mit diesen Kanten und den Sicken an den Koffern hat Harley neu gemacht und möchte damit ja eine neue Ära einleiten. Einfach die ganze Geschichte verjüngen und das ist jetzt optisch zumindest gelungen, weil natürlich auch neue Technik Einzug gehalten hat. Jetzt nicht nur in Form von diesen LED-Stripes hier oder einer kompletten LED-Beleuchtung hier. Oh, guck mal, jetzt blinkt es auch noch aus Versehen, wenn ich hinlang großartig, sondern auch was sie. Boah, finde ich echt ein bisschen zu wild. Aber wie ist Geschmackssache, ne? Alles cool. Ist nur meine Meinung. Ich meins ist es nicht. In den Verkleidungen versteckt, nämlich ein sehr großes neues TFT-Display, was die. Und eine Sache muss ich dazu sagen, ich gehöre nicht dazu einer von den Leuten, die die ganze Zeit sagen, oh, jetzt kommen die neuen Modelle wieder alles nur Mist, ne? Auf keinen Fall. Ich war sehr überrascht diesmal von der Präsentation. Ich fand es richtig cool, dass sie halt einen sehr, sehr persönlichen Bezug hatten in den Trailer, ne? Also das können die wirklich, die Amerikaner. Dass man immer Leute gesehen hat, ne? Mit der Story dahinter zu jedem Bike, das fand ich sehr geil. Und ich muss auch sagen, obwohl ich überhaupt kein Fan von Clubstyle bin, also ist einfach nicht meins. Muss ich schon sagen, dass die Roadlight CVO ST wirklich mal was Krasses ist. Mal was, auch ne, abgesehen davon, was sie kostet. Da haben die echt mal so ein bisschen so jetzt, den Zahn der Zeit mal wieder am Start gehabt. Was so der Trend gerade ist, das schwappt ja gerade alles auch rüber zu uns. Ne? Ich meine, es gibt es viele Kollegen und Leute, die ja schon längst, schon lange an dieser ganzen Clubstyle-Story dran sind. Hier Clubstyle Berlin und wie sie alle heißen. Aber da haben die auf jeden Fall zeitnah reagiert. Ne? Und ich finde auch die Panamerica CVO finde ich sehr interessant. Würde ich auch gerne fahren. Machen wir auf jeden Fall. Da wird es noch mit Sicherheit in Zukunft einiges Gemeinsames geben mit Harley-Davidson Bielefeld. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Kompletten analogen Uhren ersetzt. Wir reden über eine Bildschirmdiagonale von 31,2 cm und wie gesagt, man kann mit dem Touchscreen alles bedienen. Das Kartennavi ist integriert, man muss also nicht unbedingt mit dem Handy Google Maps hochstreamen oder per App streamen oder was auch immer. Und Anzeigeformate habe ich insgesamt drei. Kann ich mir unterschiedlich konfigurieren, so wie ich das gerne hätte. Und das funktioniert jetzt in der Praxis mit den Bedienelementen links und rechts schon mal sehr gut und nach einer gewissen Zeit auch relativ intuitiv. Auch der Touchscreen macht mit Handschuhen das, was er soll. Das macht Spaß, weil auch die Icons eigentlich groß genug sind, damit man auch mit dem Handschuh schön drauf rum. Finde ich eine sehr wichtige Information. Das kenne ich auch von meiner Roadlight in der Vergangenheit. Das hat dann meistens nicht so gut geklappt, gerade mit Handschuhen. Das war mal echt nervig. Und was mich interessieren würde, ist, ob ich dann auch per Bluetooth mein Handy verbinden kann. Und dann auch zum Beispiel diese ganzen Apple-Gedönser, Apple CarPlay und so weiter, ob ich das direkt schon mit drauf habe. Aber gehe ich mal stark von aus, ne? Ansonsten wäre das ja echt wieder sinnfrei. Gerade bei so einem riesen Navi hier. Also ich fahre nie mit Karte, ist nicht, ich fahre immer mit Google Maps. Ist für mich einfach irgendwie besser. Das wäre natürlich geil, ne? Wenn man das dann komplett dann hier sehen könnte. Vielleicht kann man das ja sogar nochmal individuell konfigurieren, ne? Gerade bei diesem, was ist das andere Navi hier, wo alle gerade Bock drauf haben? Soundstream, da ist ja auch diverse Möglichkeiten und das kostet halt, glaube ich, 1,2, das SI, 1,3, das große. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Da werde ich mir auch zulegen. Kann. Jetzt hatte ich im Intro schon so ganz kurz gesagt, wie dieser Motor funktioniert. Also, jetzt müssen wir uns natürlich vorstellen, 1923 Kubik,
durch 2 ergibt 961,5 Kubikzentimeter pro Zylinder. Der hat dann eine Bohrung von 103,5 cm, also so ein bisschen was über 10 cm. Oh, geschliffen. Der Hub der Kurbelwelle beträgt 11,4 cm oder 114,3 mm. Also das ist wirklich noch ein richtig schöner Langhubschlegel, der allerdings mittlerweile eine Reife gewonnen hat, die jetzt zu Twin-Cam-Zeiten fast nicht denkbar war. Also dieser Milwaukee 8, kennt man ja, 4-Ventiler, der geht mittlerweile so stark, sanft und gemütlich in Anführungsstrichen ans Gas, liefert dann aber ab 1500 Drehungen einen Bums, dass es nur so kracht. Und dem hat Harley-Davidson jetzt noch eins draufgesetzt, denn wir reden über 4 Fahrmodi mittlerweile. Rain, Road, Sport und ein Custom-Modus, wo ich dann sogar noch die Progression der Drosselklappe, also das Ansprechverhalten, noch ein bisschen für mich tunen kann und auch die Motorbremse einstellen kann. Der Rain-Modus ist so, ja, phlegmatisch. Da fehlt einfach ziemlich viel Saft und Kraft, weil wir reden immerhin über 368 und 380 Kilo, die müssen bewegt werden. Und da ist der Rain-Modus so ein, naja. Der Road-Modus ist schön, ja, fast schon liberal abgestimmt. Der kann von allem so ein bisschen was. Der dreht schön, der geht sanft ans Gas, der macht Spaß. Aber wenn man es dann noch ein bisschen krachen lassen möchte, dann drückt man auf Sport und dann merkt man, was so eine voll geöffnete Drosselklappe relativ früh an diesem Motor anrichtet, weil dann springt dieses Ding nach vorne, dass es nur so kracht. Eine helle Freude. Und der Custom-Modus, den ich nicht ausprobiert habe, aber ich kenne ihn. Und wie gesagt, diese Progression von der Drosselklappe, da kann man dann noch so ein bisschen Feintuning machen. Was unterscheidet die beiden Modelle? Jetzt nicht nur die Optik, sondern auch tatsächlich, wie die Motorräder fahren, also wie man sich selbst drauf fühlt. Denn ihr seht ja hier die Street Glide, den Lenker etwas niedriger und die Road Glide Bäckerartig, ja, der guckt schon fast über die Verkleidung rüber und genauso. Ich finde es aber gut, dass der Lenker bei der Road Glide jetzt nicht diese Schubkarrenhaltung hat, die man sonst hier so kennt. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Da muss ich ein bisschen schmunzeln auch. Da habe ich jetzt letztens, wir hatten ja ein Video gemacht mit Harley-Davidson Bielefeld mit dem Kelle und da haben wir uns auch so ein bisschen schlapp gelacht, ey. Was das eigentlich soll, ne? Also ich bin da echt kein Fan von. Sowieso jetzt auf meiner Road Glide habe ich jetzt einen Ape-Hänger drauf und finde ich, fühlt sich tausendmal sicherer und besser an. Also für mich zumindest. Und ja. Aber gut, gibt auch Leute, die sagen, nee, mit so einer Dragbar oder so kann ich halt besser fahren. Ist halt so, ne? Aber ich fühle mich auf jeden Fall sicherer, wenn der Lenker ein bisschen höher ist. Ist dann im Prinzip auch das Fahrgefühl. Vom Fahrverhalten sind sie nämlich sehr, 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 sehr gleich. Nur auf der Street Glide, da lenkst du ungefähr auf dieser Höhe die Fuhre durch die Kurven und dann fühlst du dich schon doch relativ stark entkoppelt. Mhm. Hier mit dem hohen Lenker wird es aus magischen Gründen plötzlich sehr, sehr fahraktiv. Du fühlst dich sehr integriert in dieses Fahrzeug. Ob das jetzt an den 5 mm, also 720 statt 715 mm Sitzhöhe hängt, wage ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall, so dieses Konzept ist ein sehr fahraktives. Das ist ein sehr souveränes, weil hier ist dann das Wort Glide deutlich stärker als Street und hier wird das Wort Road deutlich größer als Glide. Habe ich was zu bemängeln? Ja, einiges. Gut, jetzt der große Klassiker bei HD. Lass uns mal tippen. Wahrscheinlich Sound vom Standardauspuff. Fahrwerk würde ich tippen. Was haben wir noch? Ja gut, Preis, keine Ahnung. Was kostet das Ding? Die kosten 31, glaube ich, ne? Schon ordentlich, muss man einfach mal sagen. Was könnte es noch sein? Ja, und ich vielleicht auch die Optik von der Fairing bei der Road Glide. Würde ich mal so tippen, dass er das raushaut. Davidson ist natürlich, dass die Thematik Fahrwerk jetzt nicht irgendwie fahrdynamisch hoch im Lastenheft steht, sondern das Ding soll wirklich nur vorbieten, das kann's. Allerdings fahren ist, weil zum Beispiel hier in der Provence, wo die Straßen sehr, sehr schlecht sind, sehr huppelig, sehr Bremse tippe ich auch noch. Zick, sehr stuckerig. Weil der ist schon ordentlich gefahren, habe ich gerade gesehen. Und da ist natürlich immer im Standard, ich glaube, weil der relativ auch schleunig fährt oder gut natürlich schleunig fährt. Ne? Gerade in den Kurven hat man ja gesehen, auch schon geschliffen und so weiter. Da, wenn du das nicht gewohnt bist, dann denkst du dir, ey, was ist das denn für eine Bremse? Ne? Obwohl die eigentlich, ja, keine Ahnung, was habe ich dann aktuell drauf für eine Scheibe? Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall lohnt sich da auch noch meistens da so ein bisschen nachzuarbeiten. Es war an der Grenze zum Furchtbaren. Das Fahrwerk hat immer irgendwie... Und vielleicht noch Reifen. Das sind so die Sachen, die ich immer relativ schnell austausche, wenn ich mir eine Harley hole. Weil, ja, da muss man wirklich echt sofort nachkannen. Sich bewegt,
war nie wirklich neutral, ist immer ein bisschen stark untersteuert hier. Man hat einfach auch gemerkt, dass diese sehr auf Laufleistung ausgelegten Reifen halt immer noch nicht da sind, wo sie hingehören. Mhm. Und die werden zwar, keine Ahnung, 10.000 Kilometer halten, aber du merkst halt einfach von Vorderrad. Also Fahrergreifen haben wir schon mal. Nicht unbedingt, wo dieses Motorrad gerade hin will. Es fährt zwar durch die Kurve, auch sicher und auch im Prinzip da, wo man hin will, aber man hat so einen Korridor, wo man rauskommt. Und auch jede Veränderung von Geschwindigkeit in engen Kurven verführt dieses Motorrad dazu, etwas nach außen zu drängen. Das, was ich dir jetzt sage, werden die wenigsten glauben, aber das stimmt. Mit diesem Auf jeden Fall. In 3 Monaten aus. Gut, weil mega geil ist dann allerdings, wenn du dann die Kurven lang nimmst und du dann auch mit Speed dann ein bisschen durchpfifferst, also so leicht über Landstraßenspeed, dann legt sich das Ding so richtig schön rein, das macht dann Spaß und das ist gut. Passend zum starken Motor, die Bremse, übel, wie diese Bremsanlage diese riesigen Kavenzmänner verzögert. Trotzdem von der Dosierung her nicht so prickelnd geworden, aber es funktioniert. So, 3 haben wir. Was hatte ich noch? Fairing. Mal gespannt. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich dann auch passabel und passend. Einfach macht Harley Davidson ja im Prinzip dem Käufer zu entscheiden, was er denn nimmt. Denn sie sind beide in Deutschland gleich eingepreist. 31.845 Euro kosten sie. Oh, okay, sogar fast 32. Basisfarben, Billard Grey. Und dann kommt er auch mit diesem ganzen Chrom-Finish hier. Wer das Schwarz-Finish haben möchte, also Motorschwarz, Auspuffanlage schwarz, Lenkerschwarz, der muss 1.535 Euro on top zahlen. Und wer dann noch so die Lacke haben möchte hier in dem Rot und in dem einen von 3 Blautönen, von 2 Blautönen, der muss dann nochmal 595 Euro on top legen. Wie gesagt, die Entscheidung ist im Prinzip einfach, weil es kann sich jeder entscheiden, was er denn haben möchte. Der Preis entscheidet in dem Fall nicht. Möchte ich die etwas souveränere und optisch etwas coolere Streetglide haben? Finde ich auch, ja. Bin ich mit der absolut glücklich. Möchtest du ein bisschen Fahraktivität haben, bist du mit der Roadglide deutlich besser bedient und da wirst du einfach mehr Fahrspaß haben. Zum Fazit muss man sagen, wem jetzt bisher Harley-Davidson immer so ein bisschen staubig war, weil einfach die alte Roadglide und die alte Streetglide vom Design her ja, Anfang der 2000er kamen und so, genauso auch aussahen. Und wir haben auf der anderen Seite die vergleichbaren Indian Roadmaster und Chieftain, wie sie alle heißen, dann doch in ihrem Grundhabitus viel zu barock sind. Der kommt mit dieser ja, neuen Ära an Grand American Touring Motorrädern von Harley Davidson wahrscheinlich sehr, sehr gut hin. Und ich sag mal, dieser Motor, so wie er jetzt dasteht, das ist ein richtig guter und ein richtig feiner geworden. Geht zum Harley-Händler, schaut es euch an, fahrt die Dinger Probe und dann entscheidet einfach selbst. Oba und ciao. Also, finde ich ein sehr sympathischer Kollege hier. Fand ich sehr gut, das Video. Ja, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, haut es in die Kommentare, geht bitte nochmal auf die Seite von Motorrad, klatscht mit Kommentaren voll, mit Abos, mit Daumen hoch und dann ja, gucken wir uns bald nochmal ein paar andere Videos an und dann geht es bald wieder auf die Straße. Also Leute, rinn ihr hauen. Tschüss. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you jar. Get down in the car, one time give it all.